Was Sie bei uns heute sicher nicht erfahren, wie oft Donald Trump bei seiner Führerscheinprüfung durchgefallen ist. Dafür erleben wir Skilegende Hans Knaus, der den Autorevue-Parcours des Schreckens mit Bravour meistert. Wir testen die neue Alpha Giulia mit der bezaubernden Schauspielerin Ina Alice Kopp. Wir reisen zur Präsentation des brandneuen Citroën C3 nach Barcelona und schauen uns an, wie stromgeladen der neue Hyundai Ioniq wirklich ist. All das jetzt in der Autorevue. Wir lieben Autos. So schaut's aus. Großartige Stimmung hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen zur Autorevue und herzlich willkommen einer der schnellsten auf zwei Haxen und vier Rädern. Hans Knaus ist heute da. Servus. Hallo, René. Danke, danke. Ich freue mich wirklich. Du warst immer schnell auf zwei Brettern, du bist schnell gewesen auf vier Radeln, du bist 4 GT gefahren und du bist der Kommentator von Skirennen. Was hast du mit Geschwindigkeit zu tun, dass du da so affin bist? Ja, irgendwie war das immer mein Leben, möglichst schnell irgendwo runterzuglühen über die Berge. Aber du hast das angesprochen, 4 GT, das Autorennfahren. Neben den Skifahren habe ich da schon ein bisschen angefangen, das hat mir einfach immer irrsinnig getaugt. Und ich muss leider sagen, wir sind früher einfach oft einmal die Bergstraßen gefahren, wie wenn es eine Rennstrecke wäre. Und irgendwann habe ich entschlossen, das kann nicht alles sein, habe es auf der Rundstrecke probiert. Und die Erfahrung, die war grenzwertig, aber richtig gut. Grenzwertig, weil? Naja, wir haben schon das eine oder andere Pizzablech damals verbogen an der Betonmauern. Da wird sich Lamborghini freuen, dass du das so liebevoll Pizzablech nennst. Bei mir ist irgendwie vielleicht der Hitzkopf dann durchgegangen und habe gemerkt, jetzt konnte ich aufs Podium fahren. Ich war Vierter und irgendwo hat mich dann einfach zuerst das Talent verlassen und dann ist mir noch die Strecken ausgegangen. Batsch ist gegangen. Fertig war's. Wir haben einen Studiotherapeuten da, da reden wir gleich drüber. Jetzt schauen wir uns erstmal die neue Alpha Giulia an. Die gibt es ja auch als Quadrofolio mit 500 PS. Wir haben die zivilere Version getestet als Diesel. Ist aber auch ein super Auto und zwar in unschuldigem Weiß. Mit der neuen Giulia hat Alfa Romeo endlich wieder ein Auto auf die Straße gestellt, das das Zeug dazu hat, an die große Tradition der Marke anzuknüpfen. Es hat lange gedauert, aber so ist das halt mit den wirklich guten Liebesgeschichten. Sie sind auch irgendwie ein bisschen tragisch. Man könnte auch sagen, Alfa Romeo, das ist Teatro Grande. Und deshalb treffe ich jetzt Ina Alice Kopp, eine wundervolle Schauspielerin, die mir gleich sagen wird, ob die neue Giulia das Zeug zum Verführer hat. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Meine Verehrung, du pendelst ja zwischen Peking, Los Angeles und Wien. Und du bist aber nicht zufällig jetzt in Wien, sondern hast gerade was abgedreht. Ich habe gerade in Kitzbühel Soko Kitzbühel gedreht und fange jetzt einen neuen Kinofilm an, der heißt Kaviar. Ich habe gerade beim Reinkommen gesagt, dass die Geschichte von Alfa Romeo eigentlich eine tragische ist, wie eine tragische Liebesgeschichte, so Romeo und Julia mäßig. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich zufällig zwei Romeo und Julia Textbücher dabei. Und ich habe mir gedacht, die könnten wir uns auf unserer Fahrt reinziehen. Vielleicht fahren wir einfach einmal los und schauen, wohin uns diese Reise bringt, oder? Genau. Signora, prego. Signore, grazie. La Giulia. La Giulia. Giulissima. Ich habe mir ein rotes, italienisches Auto vorgestellt. Das wirkt ja schon fast gesittet. Das ist ein weißes italienisches Auto. Dai. Allora. So. Im Vergleich zu schwachen Autos stehe ich auf starke Autos. Dann sitzt du in einem Auto, das stark genug ist für uns beide. Beweise. Wenn man die Geschichte von Alfa Romeo betrachtet, dann ist das ja eigentlich fast so was wie ein Shakespeare-Drama. Ne? Das ist echt tragisch. Ist einer der wertvollsten Marken der Welt, aber in den letzten Jahren praktisch von der Bildfläche verschwunden. Und jetzt mit der neuen Giulia ist es sollen relativ plausibel, aufstehen? Dass sie wieder auferstehen. Ja. Was ist eine Giulia? Es ist nicht Hand, nicht Fuß, nicht Arm, noch Antlitz, sondern
Ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Ja, endlich wieder ein Handschalter mit Hinterradantrieb. Und es gibt drei Fahrmodi. Hier kannst du dich entscheiden zwischen Dynamic, Neutral und All Weather. Hey! Ich finde zum Beispiel, dass Alfa Romeo bei den Leuten immer so ein glückliches Lächeln auslöst. Die richtigen Alfis, die haben die letzten Jahre echt gelitten. Und jetzt ist die neue Giulia da. Comeback. Und jetzt sagt die Community eigentlich, dieses Auto wird Alfa Romeo retten. Weißt du, was ich gesehen habe? Es gibt da ein klimatisiertes Handschuhfach. Ja, aber die Frage ist ja, ist da jetzt warm drinnen oder kalt? Ja, warte, ich tue. Da ist schon ein Globfilter. Da sind wir schon da. Komm, jetzt konzentrier dich. Stell dir vor, es ist Premiere. Wir müssen gleich auf die Bühne. Wir haben gleich einen massiven Unfall. Du schaust übrigens unmöglich aus, also bitte betrachte dein Antlitz im elektrisch einklappbaren Außenspiegel. Und dieser Spiegel ist Bestandteil des Komfortpakets und den gibt's ab 638,60 Euro. Sag ich doch, oh Holde. Okay, wird ihn immer besser. Geh auf, du holde Sonne, töte Lunen. Scudetto! Kühlergrill, meine Göttin, meine Liebe. Oh, Julia. Wie du das sagst, Kühlergrill. Dein Antlitz und die Alufelgen. Na, mein Antlitz, Sirenade, aber die Alufelgen und zwischen ihren Speichen die roten Bremssättel. Rote Bremssättel, die meine Wangen erbleichen lassen. Performance und Kraft. Aber nun, Julia, von dannen mit 180 PS aus 2,2 Liter Turbodiesel. Die Julia wacht zum Leben. Welch Anmut, welche Grazie. Eine Speiche tiefer. Genau. I keep a secret in my hands. Cold and vivid on the edge. I see a heart hiding in. Was hören meine Ohren? Ist das ein Dieselaggregat? Julia! Oh, Julia! Du wirst es überleben. Ja, naja, ich hab's überlebt. Ja, Marido. Beim Hansi frage ich mich jetzt, wofür es dich mehr interessiert, ne? Fürs Auto oder für mich? Ja, irgendwie kommt mir gleich der Adriano Celentano ein bisschen in den Sinn, wenn ich das Auto sehe, aber fesche Schauspielerin hast du dabei gehabt, ha? Ja. Lass mich noch kurz über Kurzatmigkeit reden. Mhm. Wenn du Renn fährst, ist es da ähnlich, wie wenn du vor dem Weltcuprennen die Strecke abfährst? Weil da hat der Zuschauer manchmal das Gefühl, dass du schwer tust mit dem Atmen. Wie ist das genau auf der Intercom, wenn du in einem Rennauto drinnen sitzt? Atmest du auch so schwer? Ja, voll, weil du hast den Helm auf, die feuerfeste die Hauben auf und so. Feuerfeste Haube, hat aber feuerfeste Unterwäsche auch, ne? Ja, natürlich. Die ist ähnlich warm wie die beim Skifahren, ja? Ja, leider. Und jetzt breiten wir den Mantel des Schweigens darüber. Fahren wir nach Barcelona. Wir haben den neuen C3 in Barcelona getestet. Wundervolles kleines Auto, das eigentlich einen ziemlich großen Auftritt hat. Citroën hat uns eingeladen zu den internationalen Pressetesttagen nach Barcelona, um den neuen C3, den neuen kleinen von Citroën, ein bisschen besser kennenzulernen. Und wir haben uns für das Modell in Kobaltblau entschieden, wobei man sagen muss, dass man dieses Auto ja in nahezu unendlichen Farbkombinationen bestellen kann. 36 sind es insgesamt. Und das wirklich Besondere am neuen Kleinen von Citroën ist, dieses Auto ist angeblich das erste auf der Welt, das innen größer ist als außen. Hallo?
Bei der Gestaltung des Innenraums hat sich Citroën wirklich sehr viel Mühe gegeben. Es ist beeindruckend, was für ein Raumgefühl in einem so kleinen, kompakten Auto steckt. Das wird unter anderem dadurch erzielt, dass das Armaturenbrett sehr steil steht. Mit einem Wort, im neuen C3 ist auch Platz für die Passagiere mit den etwas längeren Haxen. Blinkergeräusch ist auch ziemlich lässig. Was übrigens auch auffällt, ist, dass man wahnsinnig bequem in diesem Auto sitzt. Dieses Prinzip heißt Citroën Advanced Comfort. Und das macht ja auch Sinn, wenn man bedenkt, dass der Mensch im Laufe seines Lebens über 4 Jahre im Auto verbringt. Die Materialien fühlen sich hochwertig an, die Verarbeitung ist echt gelungen und anständig. Was mich ein bisschen stört, ist, dass der Automatikwahlhebel etwas hakelig ist und irgendwie unentschlossen wirkt. Und dass man die Klimasteuerung nicht manuell bedienen kann. Es geht also nur übers Display. Es gibt keinen manuellen Drehknopf. Aber am Ende des Tages ist das vermutlich auch nur eine Frage der Gewohnheit. Was die Konnektivität im neuen C3 betrifft, bleiben auch keine Wünsche offen. Es gibt Mirrorlink, Apple CarPlay, man kann sogar einen WLAN-Hotspot einrichten. Und wer es ganz persönlich mag, kann ein eigenes Profil für seine Einstellungen anlegen und sogar sein Foto hochladen. Also, wenn man es mag. Wer besonders gute Beziehungen zur Marke Citroën pflegt, kann mit diesem Auto übrigens auch direkt Kontakt aufnehmen mit der Generaldirektorin der Marke Citroën weltweit. Ah! Das ist ja ein schöner Zufall, oder? Wenn man von der Sonne spricht. Hi Linda, tell me a little bit more about the car. The Citroën Advanced Comfort Program is also about the space, the storage, the light. So we're trying to create a whole experience for our customers. And quite simply, what I would like our customers to do is when they open one of our cars, they just want to jump inside and be comfortable. And that's what Citroën Advanced Comfort is about. Thank you, Linda. Jetzt zum Schluss hätte mich aber trotzdem noch interessieren, wo der ganze Platz da vorne herkommt. Irgendwo müssen sie den ja eingespart haben. Hier offensichtlich auch nicht, aber vielleicht ist das Geheimnis ja die spezielle Form der Sitze. Oder aber der neue C3 ist innen wirklich größer als außen. Super, danke. Passt. Drehschluss. Na! Geh! Im letzten Bild mache ich das Auto kaputt. Obwohl, nein, schau, Airbump. Das ist alles super. Weißt du, normalerweise... Christian! Was denn? Das hatte ich hinten auch Airbumps, oder? Die Außenstation oder Kernkraftwerk? Was haben Sie denn heute mit mir vor? Ah, schon klar, Zwentendorf. Ich bin ja auch ein Strahlemann. Und sonst? Hyundai! Also Hyundai, wie es in unseren Gefilden ausgesprochen wird. Ein Yonghaseyo Ioniq. Also ich hatte mal eine koreanische Bekannte, falls Sie sich gerade wundern. Und ich glaube, ich werde heute viel zum Fahren kommen, weil es das Ding ja in 3 unterschiedlichen Versionen gibt. Elektro, Hybrid und Plug-in-Hybrid. Wobei auf letzteren muss man noch bis 2017 warten. Trotzdem werden Sie mich heute nicht aus den anderen beiden Versionen rauskriegen. Und da bin ich schon. Mhm. Ja, schön. Also nicht, dass Sie jetzt glauben, ich lasse die Autos links liegen. Ganz im Gegenteil. Aber alles der Reihe nach. Vor der Kür noch die Pflicht, die aber alles andere als lästig ist. Lausche ich doch den Ausführungen der Verantwortlichen von Hyundai Österreich. Ja, interessant. Wobei, ich würde jetzt schon sehr gerne selber fahren. Und abbiegen. Detail, 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 Detail. Sorry, das hört sich gerade an, wie es sich liest, wenn ein Zeitungsredakteur vergessen hat, die Platzhalter zu löschen. Und diese Dame wird mir im wahrsten Sinn des Wortes den Ioniq Hybrid eröffnen. Also, wenn Sie jetzt glauben, dass ich gerade geredet habe, haben Sie sich definitiv geirrt. Oder haben Sie mich schon jemals reden gehört? Also, zurück zum Stück.
Der Hyundai Ioniq ist das erste Auto der Welt, das in der gleichen Karosserie alle gängigen Antriebsvarianten anbietet. Mein Hybrid tritt vor allem gegen den derzeitigen Klassen-Prius der japanischen Konkurrenz an. Ich nehme an, dass der Koreaner gegenüber dem japanischen Platzhirschen wohl alles andere als nur ein Platzhalter sein wird. Massentauglich soll er sein, was aber nicht auf Kosten der Anmutung und schon gar nicht auf Kosten der Technik geht. Hier ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, wo die Konkurrenz mit einer stufenlosen Automatik heranrollt. Ein Verbrauch auf meiner Testrunde von 4,2 Liter, was einen Verbrauch auf Dieselniveau bedeutet und das bei weit weniger CO2-Ausstoß. Und ich sag's Ihnen, ich denk's Ihnen. Die fahrdynamischen Eigenschaften fetzen ungefähr so wie die Musik. Mein Dank gilt der intelligenten Kombination des 1,6 Liter Benzinmotors mit dem ins Doppelkupplungsgetriebe integrierten Elektromotor. Und durch dieses smoothe Zusammenspiel der beiden Antriebe gewinnt der Ioniq Hybrid zusätzlich an Charme. Im Autoquartett ergibt es eine Systemleistung von 141 PS und 265 Newtonmetern. Puh. Das war jetzt eine ziemliche Strecke, also auch um sich Gedanken zu machen. Wissen Sie was? Ich gönne mir jetzt eine kurze gedankliche Pause, bevor ich mich aufs nächste rausschwinge. Industrie-Sightseeing? Ja, warum nicht? Weil wann habe ich schon die Chance, ein Atomkraftwerk von Ihnen zu sehen? Vielleicht strahle ich ja dann noch ein bisschen mehr als sonst. Ganz ehrlich, ich finde es ziemlich gescheit, die Ioniq-Präsentation im Atomkraftwerk Zwentendorf zu machen. Ist es doch ein Symbol für einen positiven Wendepunkt der österreichischen Energiepolitik in den 1970ern, der bis in die Gegenwart wirkt. Wobei, kostet hat es damals schon ein nettes Sümmchen, was man jetzt so vom Ioniq nicht behaupten kann. Der Hybrid preislich mitten in der Kompaktklasse ab knapp unter 25.000ern, der Elektro steht bei ca. 33, auf Augenhöhe mit seiner Konkurrenz. Und wie immer bei E-Mobilen gibt's was geschenkt, nämlich die Steuer mit genau 0 Euro. In Worten, 0. Schön. Gefällt mir. Weil ich gern kleine Fußabdrücke hinterlasse, also zumindest umwelttechnisch, geht's eben mit besagtem Ioniq Elektro in meine zweite Runde. Ich muss zugeben, dass es mich bei Elektroautos noch immer ein bisschen nervös macht, wenn ich sehe, wie sich der Akku schön langsam entleert. Ich denke dann immer an mein Smartphone. Der Akku macht plötzlich fupp und leer. Und dann steht man mit dem Auto mitten in der Ödnis und ich schätze mal, meine Smartphone-Powerbank wird da auch nichts ausrichten können. Aber das ist meine haltlose Angst. Was sagt die Praxis? Die von Hyundai angegebene Reichweite des Elektro liegt bei 280 Kilometern. In der Realität werden es wohl so um die 200 sein, was ziemlich genau der Strecke Wien-Graz entspricht. Also sind meine Ängste völlig unbegründet. Ansonsten, Platz, Bedienung, Materialien und Fahrkultur sind auf der Höhe der Zeit und absolut familien- und alltagstauglich. Was bleibt noch zu erwähnen? Zu erkennen ist der Elektro an der grauen geschlossenen Blende vorne, wo andere den Kühlergrill tragen, was wiederum den CW-Wert von 0,24 mitbedingt, der den Ioniq zu einem der windschlüpfrigsten Fahrzeuge macht. Smartphone-Connectivity inklusive Handyladen per Induktion? Ha, da wird mein Smartphone nicht mehr leer werden. Dazu das 7-Airbag-System, Abstandsregeltempomat, toter Winkel, Spurhalte und Notbremsassistent und. Sogar wenn ihn der Blitz trifft, rührt er kein Ohrwaschel. So, und damit kann man sagen, ist Zwentendorf am Ende doch noch einer sinnvollen Verwendung zugeführt worden. Die halbe Autorevue-Redaktion strahlt zwar jetzt, weil Christoph Jordan, unser Redakteur, im Reaktor drinnen war. Aber gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Jetzt allerdings könnte einiges passieren. Hans Knaus ist bereit am Parcours und er ist ein sehr ehrgeiziger, wie wir wissen. Deshalb übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Max Meyerhofer, der heute wieder in seiner Lieblingsuniform im grauen Arbeitsmantel bereitsteht, wie ein Prüfer vom TÜV Austria. Irgendwie verdächtig. Hans Knaus, guter Mann. Habe gehört, du fährst so schnell, du wurdest gestern sogar beim Einparken geblitzt. Das wollen wir sehen. Achtung, fertig, los, oder was? Hans Knaus, die steirische Rennsemmel im Auto. Ein kleiner Tipp noch von meiner Seite. Testamentvordrucke sind im Handschuhfach. Und los geht's. Jawohl. Jetzt gehen wir noch mal schön Schub da durch. Das schaut schon sehr gut aus. So, jawohl. Retourgang. Einpacken. Wir begrüßen den Knaustronaut, den Außerirdischen, denn so wie du fährst, bist du sicher nicht von dieser Welt faszinierend. So, weiter geht's. Jetzt brennen wir da um. Ja, da liegt Power auf der Lauer. Power auf der Lauer. Verdammt eng. Das geht, oder? Ja, das geht. Okay, du bist hochkonzentriert. Ist das eng? Da muss ich noch einmal revidieren. Es sieht aus, als ob du heute mit dem falschen Wein aufgestanden bist, aber sonst ganz gut. Wein nur gestern zum Steak dazu, bitte, gell? Ja,
Das muss reichen. Rückwärts, oh. rückwärts. Ja, Hans Knaus wird langsamer. Wenn es einmal so piepst, das schalten wir ab. Wahrscheinlich ist seinen Reifen schwindlig geworden. Ui. Au, weh. Kippstangentechnik, perfekt. Ist vorbei, ist auch vorbei, haben sie immer gesagt. Okay. Rückwärts reinschieben. So, rückwärts rein. Sehr gut. Und du weißt, wer später bremst, ist länger schnell, jawohl, gell? Jawohl, und das machen wir jetzt. Ja, nicht der wer Weg ist verliert. Das Ziel, sondern das Ziel stand im Weg. Wow. Aber genau angestanden. Eigentlich eine absolut saubere Fahrt. Mal schauen, wie es selber sieht. Hans, ich bin sehr gespannt. Also du siehst, das Publikum ist auf deiner Seite. Wir sind Zeugen, dass du großartig gefahren bist. Ja, aber nicht stolz auf mich. Dafür habe ich überhaupt nichts umgeführt, Herst. Ich hab's ja gesagt, ich darf nichts hinmachen. Stimmt eigentlich. Du hast nichts umgeführt, das ist billig für uns. Den schönen Cabrio, den habe ich schön wieder einpackt, gell? Ja. Also 1,10 war deine Zeit, okay. Aber da ziehe ich dir gleich mal ja, jetzt zieh ich dir 10 Sekunden ab, weil du es so schön einpackt hast. Wunderbar. Und zwei, drei Argumente hast du sicher noch selber, warum das eigentlich eine bessere Zeit sein müsste. Geringt hat's. Stimmt. Cabrio, hinten keinen Scheibenwischer, aussägen tust nicht. Ja. Bin ich über die Spiegel gefahren die meiste Zeit. Ja. Und Angst? Was ich mein, Job. Angst? Nee, Angst. Ja, nein, gibt's nicht. Unvermögen? Ja. Nein, ich hab mir zu wenig Selbstvertrauen vielleicht, aber was ich mein Job oft her, das Setup hat vielleicht nicht ganz gepasst. Ich bin auf Effizienz unterwegs gewesen, auf Komfort. Okay. Es hätte Dynamik eben auch noch gegeben an meinen Schultern. Soll keiner sagen, ich bin für gute Argumente nicht zugänglich. Was war deine Lieblingszeit im Skiweltcup? Ich darf sagen, so 55 Nieder, das war oft so eine Zeit. 55 Nieder, damit ist er der Sieger in der zweiten Staffel. Ja. Hans Knaus. Juhu. Ganz knapp sind wir mit 55,15. Wieder mal ganz knapp an mir schon vorbeigeschnappt. Danke, dass du da warst, mein Lieber. Wir sehen uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt Autorevue TV und wir lieben Autos. Na, ist super gemacht. Das ist ein Wahnsinn. Das ist okay. So,